ihr müsst alle Danny abonnieren. Ja? Alle von Team Fax Lieb, alle Sierra Kids, Leute, alle Danny abonnieren, alle Kanal abonnieren, alle neue Tilo-Mucke hören, neue Severin-Mucke hören und ja. Lass den Drill laufen. Weiß nicht, soll ich es echt leaken? Freue mich auch gerade, ne? Das ist so krass für Leute eigentlich. Sagen wir so, ab 10.000 Likes auf dieses Video gibt es einen Leak. Wie viele Likes haben deine Vlogs schon gemacht? Durchschnitt, also 5.000. Ja, machen wir 10 draus heute, ihr Fotzen. 10.000? Ihr Fotzen. Und wir verlassen uns drauf. Was ist passiert? Freunde, Tordo der Bre tut jetzt seine abgefallenen Matten da oben und da an den Seiten aufkleben. Das ist einfach dieser Work, den Sprühkleber besprüht haben. Und jo, die heften ihn einfach in ein Arschloch rein. Ist doch nicht so geil. Da haben wir jetzt so einen neuen Kleber von. Kleber, Digga. Kleber von Thomann. Und freu schon wieder alles zu kleben, Bro. Ja, Mann. Der Hustle. Und Lex und ich tun jetzt ein bisschen aufräumen. Genau. Das ist Business, the Business, right, Lex? Wir beide tun jetzt ein bisschen aufräumen. Ja. Ja. Und gestern sah das hier noch anders aus. Ja, gestern sah es hier echt noch heute aus, Digga. So, Freunde, wir haben T-Lots oben besser geklebt. Ich habe diese zwei Platten geklebt mit Legs, weil ich unfähig bin, deswegen will ich hier nicht wieder anfassen. Aber ja, T-Lots macht jetzt noch die letzten Ecken. Danach bauen wir einen neuen Schreibtisch auf. Und dann wird gecleant. Dann wird hier sauber geleckt. Wir sind alle ein bisschen K.O. Aber T-Lots, ess mal jetzt was. Du hast gar nicht gegessen, Digga. Der T-Lots baut jetzt seinen Tisch alleine auf. Denkst du, es macht Spaß, alleine aufzubauen? Mhm. Hier nehme ich mal die Seiten auf jetzt. Okay, ja, Digga, das krieg ich schon hin, ich wäre voll Bastard, Digga, oder? So. Okay, wenn wir ein paar Komplikationen hatten, ich mir in die Nase geschnitten und meinen Finger, hat Tilo jetzt fast, ja, eine Tischseite fast ready. Mäßig. Das sind noch andere Piece von Table. Und ich zeige, was ich mit Lex gemacht habe so lange. Also Lex und ich haben erstens hier die Buch so unboxed. Und dann haben wir hier so aus zwei Stangen irgendwas versucht, was aber absolut nicht geklappt hat. Weil die Buch sieht so aus und die passt hier nicht durch die Tür hier durch. Deswegen müssen wir warten. Warten, warten, warten. Tilo, was steht an? Linus, was steht an? Soundanlage und... Wir gucken nach Anlage, wir gucken nach Maus. Maus, Anlage, Staubsauger nicht vergessen. Ja. Mousepad, wir brauchen Holy Equipment, moin. Das war gerade ein bisschen weird, aber was soll ich dagegen tun? Denn zwei plant-based. Was war das? Long Chicken. Long Chicken? Auch einzeln? Ja. Gerne. Okay, dann kriege ich zwei Crispy Chicken ohne alles. Wie bitte? Zwei Crispy Chicken ohne alles. Zwei Crispy ohne alles? Ja. Kleinen Moment. Und Fleisch. Dann kriege ich noch einmal 9er Nuggets mit Sausoße, kleine Cola und eine Pommes. Eine große. Hast du eine wahre Bestellung, Linus? Ja, es war auch schwer. Ich dachte, wie es ist. So, der Korb jetzt von dem Mediamarkt. Stopp. Dankeschön, Linus, fürs Reinrutschen. Ich würde jetzt filmen, aber du stehst direkt am Fenster. Da ist hier eine Soundbar, eine Gaming-Maus für Tylo Raps, Gamepad, Mousepad und sein USB-Adapter. Und Staubsauger und Soundbar. Ich hätte lieber den Dyson V7 Motorhead, Digga. Das ist das Ding. Was geht ab, Freunde? Wir machen ein kleines Unboxing. Muss ich immer lauter reden? Was geht ab, Freunde? Sorry, Linus. Sorry für die Leute in der Post, aka Anis. Ey, wir machen ein kleines Unboxing, Leute. Heute kein Rolex oder so. Sondern ein Mikrofon. Das war das hier. Guck dir das mal an. Das rote NT1A. Spaß. Das ist das U87. Von wem? Von Neumann. Okay. Oder? Ja, Neumann U87. Mhm. Das ist ein sehr schönes Mikrofon. Kostenpreis liegt bei 2500 Dublonen. Nimmt Vocals sehr schön auf. Und jetzt zeige ich euch das mal hier. Weil ich habe es ein zweites Mal geholt, weil da seht ihr ein Standmikro. Da war ich eine Buch gestanden. Entweder kommt hier noch eine Buch hin oder auch einfach nur für Artists, die gerne im Stehen recorden. Und ich will nicht immer umbauen. So, ich recorde immer so im Sitzen oder so. Bla bla bla. Aber es gibt auch Leute, die stehen wollen. Wer? Sagt Niki will nicht stehen, Niki hat noch nie sein Leben irgendwas aufgenommen. Was redest du? Ah ja, doch, Molly wurde ein mega Hit. Dings, echt ein Hit, Digga, passt auf, Leute. Es hat Ähnlichkeiten mit einem Rolex Unboxing, deswegen machen wir das hier auch. Mhm. Guckt euch das an. So, Tilo, ich hab gehört, das vergibst du jetzt? Ja. In den Kommentaren? Das vergib ich hier, vergiveaway ich jetzt an euch, aber erst, wenn das Video 50.000 Kommentare erreicht, pick ich einen, der das gewinnt. Also, ordentlich in die Tassen auf, Freunde. 50.000 Kommentare, Digga. Das wäre, glaube ich, nicht mal eines. Also 60.000 Klicks und 50.000 Kommentare. Okay, Freunde, Tilo hat sich entschieden. Er wird jetzt Professional Gamer. Freunde, die Insider wissen, Danny und ich kennen uns vom Zocken, wo wir 12, 11, 13 roundabout dead waren. Sprich, we are gamers now hard. Danny, ja, eh wisst ihr. Und ich auch. Und mäßig. Ich habe bei meiner Mom noch einen Gaming-PC rumstehen, aber ich will irgendwie einen neuen haben. Keine Ahnung, fühle ich einfach mehr jetzt auch in der neuen Bude und ich will wieder zocken. Auf PC und nicht nur auf der PlayStation 5, das mache ich ja eh. Sprich, wir holen jetzt einen neuen PC, dann werdet ihr mich vielleicht auch mal im Hintergrund mithören bei Danny in Streams. Digga, ist auch so geil, Fanny. 100%, Digga, 100%. Ich habe nämlich auch gar nicht mehr so viele PC, eigentlich fast gar keine Bros, die auf PC zocken. Stimmt, Digga. Eigentlich niemanden heißt, aber egal. Ich will auch so einen geilen PC einfach haben. So, wo holen wir? Wo gucken wir? Auf jeden Fall, ihr müsst überlegen, wir holen Tilo.
holt sich einen Fertig-PC, weil Digga. Für ihn, wenn jetzt die Filme zusammenbauen und bla bla, auch wenn genügend Leute da sind, kennen, Fertig-PC ist jetzt einfach easier. Ja. Und genau. Vor jetzt zu schreiben, oh mein Gott, Fertig-PC kommt so viel teurer raus, bla bla. Eben. Es sind so schreiben, oh, für den Preis hättest du so und so bekommen. Er ist mir echt Wayne Bros. Ich will einfach so einen PC haben, mit dem ich weiß, jedes Game läuft, aber ich schwitze da nicht auf die meisten FPS und so, ist mir nicht egal. Genau, okay. Also, dann lass mal gucken. Irgendwie sowas Fertigmäßiges. Mhm, aber ja, gucken wir bei Mediamarkt erstmal. Haben die selber Kategorie? Ja, Gaming und VR stand das schon. Es kann mit Pech, kann sein, dass du warten musst wegen den Chips, wegen Grafikkarte. Ja, weil die neuen Grafikkarten, die ausgelastet sind. Wenn die Lieferung stehen, dann geht schon. Nee, ja, aber ja, gucken wir gleich. Preis hoch erstmal, mindestens 2 Racken werde ich aber hingegen. Digga, das ist eine böse Kiste. Oh, da ist sogar der neuen i7. Digga, das ist ja auch viel, weiß ich nicht. 15.000 Euro. Einfach nur. Ja, der hat auch 2 93er drin, Digga. 93 kostet allgemein schon zusammen. Digga, boah, das sieht auch richtig schön aus. Aber du musst dir einen auf jeden Fall mit einer 93 holen. Warum? Ist doch 93. Ja, aber 93 ist die beste bisher. Einfach die beste, oder? Aber eine 380 könnte auch reichen. Ich habe auch eine in meinem PC. Ah, den finde ich schön irgendwie. Also das finde ich, klingt doch alles schön, oder nicht? Mhm, du hast einen AMD-Prozessor. Digga, die klingen so, Bro, als ich noch richtig into PCs war, es war so, eine 979, die heftigste 89 und so, Digga. Oder eine Titan. Genau, eine Titan, Bro, früher. Ich hatte eine Titan drin und das. Echt? Ja, immer. Ich hatte früher mal so einen, habe ich bei MIFCOM selber zusammengebaut, so einen weißen, richtig clean Game-PC, den habe ich früher dann eingetauscht, als ich mit Musik anfangen wollte, eingetauscht gegen einen MacBook auf eBay Kleinanzeigen. Da habe ich so wirklich so 3.100 Euro selber zusammengebaut, einen PC weggegeben. Den habe ich aber schon als kleines Kind gehabt. Da hat so eine ganze Familie gefühlt zusammengelegt für ein Weihnachten irgendwie. Nee, für so ein Weihnachten und ein Geburtstag zusammen. Da hieß es dann so, du kriegst einen Geburtstag nichts, wenn du jetzt an den Weihnachten wirklich von der ganzen Familie diesen 3.000, über 3.000 Euro PC haben willst. Und du hast gegen MacBook geschenkt. Getauscht, ja. Gegen so einen 40-jährigen Typ, der war noch bei mir in der Bude, da hab ich kurz mit ihm geschnackt. War schon, dass das MacBook nicht mehr die Hälfte so viel wert war? Ja, ich weiß, geht. Das ist das, was Lexkai jetzt hat. Also geht doch, also das MacBook kostet jetzt noch so roundabout 2,5 oder so. Das war schon mäßig okay. Ja, okay. War kein Wack-Deal, Digga. Und der Typ war auch echt so, der hätte den fast nicht mitgenommen, hätte ich ihm nicht noch meine Tastatur und so mitgegeben. Ja, okay. Das war schon ein guter Deal. Ja, okay. Aber jetzt muss ich einen neuen holen. Und dann zeig doch mal die Kiste. Ja, warte mal, aber das heißt, ich bin ja so bei 980 und Teil und so gestoppt. Gibt's dann auch so eine 2000er-Reihe und so? Hab ich so viel verpasst? Oder? 2000er gab's auch schon. Es gab eine 10er-Reihe, 2er-Reihe. Dieses Jahr kommt dann eine 4er. Ja, krass. Und die werden jetzt ja immer wieder stärker. USB. Hat er denn auch dieses, was du meinst? Was braucht der nochmal für deinen komischen Port, den wir noch holen? DisplayPort. Das hat die Grafikkarte. Ach so. So, Kollege, Tilo hat PC geordert. PC und Tastatur und Dings. Warum heißt das Mediamarkt Saturn zusammen? Weil der Online-Service über beides läuft. Guck dir mal beide Seiten, die sind voll identisch. Stimmt. Hey, lol. Okay, dann habe ich hier jetzt noch Razer. Kannst auch bei immer noch. Ja, okay, Amazon kannst du mit Dings zahlen. Immer noch, Bruder. Wie oft willst du mir das sagen? Ich weiß nicht, Bro. Oft genug. Bist du nicht direkt auf deren Seite? Nee, ich wollte erstmal hier probieren, ob das hier die mit Kabel. Da ist die ohne Kabel. Nee. Komische, keine Tasten. Da. Das ist die. Ja. Ja, die geht anscheinend. Das ist echt genau gleich, Digga, krass. Und jetzt noch das Mauspad, ne? Mhm. Von wem war das auch Razer? Razer, ja. Razer Mauspad einmal angeben. Das war das 1,20er, ne? Ja, das ist da, das XXL. Geil. Finito, geordert. Ich hab so Bock zu zocken, Digga. Immer die Sprite so giftig, dass ein Nicht-Konsument gleich wegkippt. Ja. Ich hab Dallas auf mir und ne Bad Bitch. Ja. Hannes auf mir, scheine braun-grün-gelb Bitch. Ja. Okay, ja. Ich hab plus 10 Racks noch Sands auf mir. Ich hab plus dem Swag noch Tats auf mir. Ich hab plus mein Bres noch Fans auf mir. Ja. Will von niemandem, was soll noch tun? Warum kann ich nicht mehr reden? Doch hat 2 Perks in mir. Will von niemandem, was soll noch Handy tut, vibrieren, Bueno White, Mann! Doch hat 2 Perks in mir. Will von niemandem, was soll noch Handy tut, vibrieren, Bueno White, Sprite Pink, Danny Shane eine 4. Oh. Ja, Tilo, für wie viel kriegt man bei dir im Mixmaster? Jungs, meldet euch einfach so viel, Digga, ich mache jetzt. Oh. Komm, wer da kommt, Digga. Wie riecht's nach CBD? Hey, Bro. Nein, ich bin eh, mein Süßer. Leer wäre. Oh, der ist noch voll. Freunde, also Sevi Rin am Kühlschrank. Digga, die sind noch alle leer, voll. Digga, die müssen echt schleunigst leeren und keiner darf sterben. Das sind Wörter. Leute, ich bin Jesus, aber ich mach auch kein Wasser zu weit. Mhm. Ich kann euch nur sagen, trinkt Wasser. Sevi hat mich vorhin massiert und jetzt massiert der Jan. Du hast auf jeden Fall schon mal eine entspannteren Nacken als der Kollege. Ja, ich habe auch eine Skoliose, ich sitze auch so. Ja, das fängt soft an, ne? Soft, das Böse kommt noch, Digga. Warte ab, wenn er ein. Stabilen Rücken, also ja. Ist im Gym aktiv, oder? Nee. Vollkommen. Ich helfe einfach so oben zu.
Ja. Und Lampen, Waschmaschinen müssen. Und braucht Lampen, ja. Boah, das ist richtig zusammenzucken, ne? Ja. Dann kannst du noch so lange die Kamera draufhalten, wie du willst. Da passiert nichts. Da wird was passieren. Da wird sowas passieren. Soll ich mal schreien, so für die Kamera? Ah! Ja, ihr müsst alle Danny abonnieren, ja? Alle von Team Fax Lieb, alle Sierra Kids, Leute, alle Danny abonnieren, alle Kanal abonnieren, alle neue Tilo-Mucke hören, neue Severin-Mucke hören und ja, nehmt keine Drogen, Kinder, weg vom Alkohol, Kippe weg und alle clean bleiben, ne? Danke. Saubere Worte. Okay, Breeze, wir kochen gerade ein für ein Frühstück, weil Sevi meinte heute, er will kochen. Er macht Frühstück. Schlecht drauf. Warum? Wegen meinen eigenen Fehlern. Okay, da vorne ist Wasser. Deswegen lernt auch dann drauf, wenn ich die mache. Genau. Du musst wissen, Sevi ist seit original 30 Tagen clean. Nee, 26, 27 Tagen. Und ich bin sehr stolz. Also Sevi ist wirklich clean. Man denkt es zwar nicht, weil Sevi hat einen kleinen Schaden davon mitgenommen, aber er ist wirklich clean. Ich bin clean jeden Tag. Vorne, Tilo hat sich original eine Geldzählmaschine bestellt. Warum? Ich bin gespannt, wie das Ding funktioniert, Digga. Digga, stell mal, du bestellst eine Geldzählmaschine. Wollen wir die gleich mal ausprobieren? Ja, natürlich. So, Freunde, wir testen jetzt die Geldzählmaschine. Ja, so. Money-Call-Maschine. So, das ist der wilde Shit, Digga. Da muss aber nichts drücken auch. Mach die so an. Und dann einfach nur Geld rein und erzählt, I guess. Wow! 7,5! Digga, du musst aufpassen, dass du hier deine Scheine nicht zerfetzt, ne? Weil der eine Zahn schon zerfetzt. Wenn die da rauskommen, dann sind die so richtig schön, wie jetzt, wenn die von der Bank, die sind so perfekt fluffig, irgendwie gerade aneinander. Wow, das ist sehr, sehr sexy, man. Das ist so ein spaßiges Hobby. So, Freunde, Frühstück kommt voran, legst du mit den Pan Breaks. Ehrlich, sieht gut aus. Stolz. Mäßig. Ha. Aber sonst machst du ein paar Arbeit. Jetzt, wenn du das gemacht hast, ist das sehr anders ausgesehen. Mhm. Da ist Stevie Rain, der hat hier den Tisch ein bisschen gedeckt, voll süß. Dieses Frühstück. Nee, ich mag kein Ahornsirup. Ey, sag sowas bitte nicht mehr. Wunderschön, dass wir hier jetzt zusammen sitzen können und essen dürfen. Die Speisen unseres Planeten in uns aufnehmen dürfen. Wir haben hier verschiedene Leckereien. Lasst es euch schmecken und... Let's go. Geil. Pennies. Mahlzeit. Himbeeren. Avocado-Gedönsding. Mozzarella, Tomaten, Tomate-Mozzarella. Oh yeah. Tilo fischte alles raus. Brot, Leines, Apfelmus, Bionella, also vegane Nutella und noch mehr Apfelmus. Dann gibt's den Razer Death Adder Mini. Guck mal, wie klein die ist. Das ist echt klein, süß. So geht das, schau. Nicht so. So. Das ist jetzt Master-Click-Technik. So. Boah. Ich kann deinen Kopf Jitter klicken. Fuck you, feel me, man. I feel you, man. Fuck you, Ennis. Fuck you. Fuck you, Ennis. Shot my dick right in the spot, man. Ennis, I love you, man. Ennis, I love you, man. I love you, man. Ennis, I love you. Ich habe Ennis auch vorhin schon ein paar nette Worte gesagt. Schmuckel. Aber der da ist voll der Hüter, Junge. Sevi Ryan ist heute am Start, Sevi Rin ist heute hier. Und auch Danny und auch Tilo und Tilos Freundin sind heute hier. Ja, er macht den Beat zwar aus, aber A Cappella ist die Wave. Er und Rick B. Horton gleich ein Hit. Du weißt, das ist ja safe. Ey, Larry, das ist ja safe. Smoking good gelato with my brother, you know. Smoking dicks. Yeah. Oh. Ich denk mir, oh mein Gott, ich bin viel zu high. Ich glaube, diesmal die perfekte Mische. Für mein Kopf. Ich denk mir, oh mein Gott. Ah, wow. Und sie meint, oh mein Gott, warum bist du so high? Und geht sie weg, bleibt nur noch in meiner Brust. Ich denke, oh mein Gott, ich bin viel zu high. Ich glaube, diesmal war zu viel für meinen Kopf. Yeah. Und sie meint, oh mein Gott, warum bist du so high? Und geht sie weg, bleibt nur noch in meiner Brust. Geil. Ja, so clean. Keine Bitch, ich hab ihn auf meiner Silbox, die 80 hab ich dipp. Archery X, ich drill. Durch die Jacke spiel ich von übrigen nicht so shit. Meine Jungs, alle Rapper oder Dealer, kleine Bitch. Ich hab ihn auf meiner Silbox, die 80 Ich bin kein Dealer, also ich bin der Rapper. Und er ist ein Dealer? Nein, Tilo, die ist nicht. Beides Rapper. Geheimnis 2 wird gemacht. Geheimnis 2 ist on the way. With the same rain. Hast du ein Geheimnis für dich Street Legend. Bist du einer von den Youngins oder von den Alten? Bist du auf dem richtigen Weg oder den falschen? Ich hab keine Ahnung mehr, ich weiß gerade nicht mal mehr, was gestern war. Heftige Line. Dann lass den drüber laufen. Weiß nicht, soll ich es echt leaken? Vor allem hier auch gerade, ne? Das
so krass viele Leute eigentlich. Sagen wir so, ab 10.000 Likes auf dieses Video gibt's einen Leak. Wie viele Likes haben deine Vlogs gemacht? Durchschnitt, also 5.000. Ja, machen wir 10 draus heute, ihr Fotzen. 10.000? Ihr Fotzen. Und wir verlassen uns drauf. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich denk mir, oh mein Gott, ich bin viel zu high. Ich glaube, diesmal war's zu viel für meinen Kopf.